Ich heiße Sigrid, bin 90 Jahre alt, habe makulare Generation. Also gewisse Sehverbesserungen sind ganz klar vorhanden jetzt schon in der zweiten Woche, weil sie kann jetzt, wenn wir Fernsehen gucken, das machen wir auch so, wie Ihre Frau das gesagt hat, mit der Augenklappe links, rechts immer 10 Minuten, eine Viertelstunde. Und sie sieht jetzt schon die Farben. Das hat sie also, was sie vorher nicht hatte. Also vorher konnte ich das nicht sehen, ich habe nur schwarz-weiß gesehen. Und jetzt, wenn ich den Kopf nach rechts oder links bewege, kann ich schon Farbe sehen. Ist auch noch verschwommen, nicht? Aber es ist da. Und ich merke auch, wenn sie teilweise sagt, da die Schriften erkennst du besser. Ne? Also das, so kleine Veränderungen sind da schon gegeben. Wir hatten am zweiten Tag hatten wir eine Änderung, da hat sie ganz klar gesehen auf der Autobahn, weil wir fahren immer hier täglich nach Braunschweig. Und da sagte sie, sieht alles klar, der Nebel total weg. Nach der Behandlung war immer wieder klar und danach ist es wieder in den alten Zustand übergegangen. Ja, ich habe das alles gesehen. Ja. Gestern habe ich alles grün gesehen wieder. Also gestern auf der Autofahrt habe ich gesehen, dass alles in Blüte steht und grün ist der Rasen, was ich vorher nicht gesehen habe. Ich glaube, es ist jetzt auch ganz, ganz wichtig für Sie und das ist sehr positiv. Ist einfach, das ist ja nun wissenschaftlich bewiesen, das ist fundiert. Die Geschichte, das ist ja keine Lügerei oder irgendetwas, was wir bisher hatten. Und das war, wir haben auch viele Sachen gemacht, aber die konnten einfach wissenschaftlich nicht belegt werden. Leider wird ja auch viel versprochen und genau. Die messen auch nicht vorher, nachher, genau. Weil dann haben sie auch keinen Argumentationsbedarf danach, ja, warum hat das nicht funktioniert. Genau, das ist es. Ne? Ja. Und hier ist doch jetzt alles schwarz auf weiß, hast du es jetzt hier quasi. Und das wird dich da auch voranbringen. Ne? Und dann sehen wir uns irgendwann wieder hier. Ich sag schon zu meinem Sohn, hättest du das eher gefunden, dann wäre das noch nicht so schlimm gewesen, ne? Das ist richtig, aber wir sind eben noch nicht so lange unterwegs. Wir arbeiten jetzt hier in der Praxis seit etwa 6 Jahren. Mhm. Und das ist etwas Neues und die Augenärzte kennen das auch meistens noch nicht, weil es neu ist. Mhm. Ja, aber besser jetzt als gar nicht. Also ich bin froh, dass ich Hilfe habe. Die war meine letzte Hoffnung, denn ich habe das Leid jetzt. Ich war auch so schnell bei der Sache diesmal, was ich sonst immer nicht wollte. Weil die Ärzte sagen, es gibt nichts, dann gibt's nichts. War ja bei mehreren. Und diesmal war ich so schnell bei der Sache. Sagte ich zu meinem Sohn, ich möchte das machen. Und wenn ich lebe, komme ich wieder.